Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier zu einer weiteren horrorhaften Horrorfolge mit dem horrorhaften Horror-Adventure The Nightfall. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich auch ein dickes, dickes Dankeschön für die Likes und Bewertungen im letzten Video. Lasst uns loslegen. Wir haben noch 4,5 Stunden bis Tagesanbruch. Das wäre doch gelacht. Das wäre doch wirklich gelacht. Mittlerweile sind wir ja einiges gewohnt und fangen jetzt an hier mit unserer Routine. Wir fangen hier unten an im Büro. Immer schön aus dem Fenster gucken, das triggert auch mal irgendwelche Sachen. Ist immer noch nicht ganz nachvollziehbar, was, wie, wo und warum überhaupt die Story voranbringt. Darum machen wir einfach alles. Wir nutzen alle Interaktionsmöglichkeiten von diesem wunderbaren Spiel, The Nightfall. Also am geilsten fand ich immer noch das Puzzle mit dem Atari-Spiel, wo wir dann in die Sicht des Fernsehers gewechselt sind. Und dann einen Schlüssel sehen konnten, den wir sonst nicht sehen konnten. Mega cool. Mega cool. Schöner Einfall. Klick, klick, klick. Na. Okay. Weit so gut. Keine weiteren Kerzen mehr. Ich werde auch mal die Streichhölzer benutzen. Einfach nur, damit wir etwas machen, damit wir mit unserer Umwelt hier interagieren. Klicke die Klick, Klick. Ein Schlückchen in Ehren, Kiwi-Brause und Co. Das ist doch Kiwi-Brause, das erkenne ich doch sofort. Ja, dann eben Bitter Lemon. Heute ist so ein bisschen eigen wieder, ne? Die Victoria. Ansonsten eigentlich eine nette. Aber ich kann verstehen, dass selbst so einer Frau mit Nerven wie Stahlseile ja irgendwann in so einer Situation die Düse geht. Krass. Klick, 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 klick. Ich habe nichts gesehen. Was wir da mitnehmen können. Hi. So bleibt ja auch nicht mehr viel übrig. Es sei denn, wir können wieder raus. Aber da waren wir ja auch schon mal. Oh, eine Ente. Die ist, glaube ich, neu. Die hätte ich bestimmt schon mal angeklickt. Hätten wir die vorher gesehen. Mal schön hier den Abzug ziehen. Ein Gentleman spielt immer zweimal. Nicht vergessen, Leute, ne? Okay. Haben wir alles? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Keine neuen Zettel hier. Oh nein. Sag mir nicht, dass der Strom jetzt auch noch ausgefallen ist. Halb eins. Halb eins. Die Stunde, in der der Strom ausgefallen ist. Sicherlich werden wir hier noch ein paar Kerzen aufheben können. Aber wir können auch nur eine begrenzte Menge sammeln von den Kerzen. So, Toilette waren wir schon raus. Können wir immer noch nicht. Drüben im Wohnzimmer waren wir schon. Im Büro ist nicht viel zu machen. Telefon sollte aber noch gehen, ne? Eben. Telefon brauchte damals keinen Fremdstrom. Kein Witz, Leute. Es ging einfach nur durch die... Einfach nur angesteckt an der Telefonbuchse. Da hat es genug Saft bekommen. So, das Musikzimmer. Creepy Shock Clown, Gitarre hauen, Klavier treten. Guter Clown. Guter Clown. Ah, unsere Taschenlampe. Erhält nur noch das Allernötigste. Wir haben keine Kerzen mehr.
Aber ich bin sowieso nicht so ein großer Freund von den Kerzen, weil die sind raumgebunden. Kannst ja nicht wieder mitnehmen. Das wäre cool, wenn du die Kerze wenigstens mitnehmen könntest. Mit so einem schönen Flackerlicht unterwegs wär doch alles noch viel atmosphärischer. Der ist von oben. Der ist aus dem Kinderzimmer von meiner Hackertochter. Die ganzen Crack-Demos geschrieben hat. Vielleicht später. Okay, haben wir. Wir müssen schon wieder die Taschenlampe anmachen. Also das letzte Futzel an Energie behält sie ja. Wir dürfen nur nicht vergessen, sie immer wieder einzuschalten. Aber man bemerkt es halt kaum, dass sie ausgeht, weil sie mittlerweile schon so dunkel ist. Hatten wir schon. Musikzimmer hatten wir schon. Und da wären wir eigentlich schon wieder durch, ne? Aber egal, weiter geht's. Wenn wir schon aus dem Fenster gucken. Das war der Riegel vom Fenster. Hi. Nothing. Ich sehe gar nichts. Überhaupt nichts. Aber das soll hier gerade auch so sein. Ein Glück kennen wir das Haus mittlerweile in- und auswendig. Schließlich gehört es uns, ja. Mein Name ist Victoria Borger. Nee, Miller, genau. Victoria Miller, so hieß er. Wie komme ich denn auf Borger? Oh, unser nächster Zettel, sehr schön. Vorsichtig. Wie ich von einem Kollegen bei der Stadtverwaltung erfahren habe, sind gestern Abend nicht nur alle Telefone, sondern auch der Strom ausgefallen. Nee, das kennen wir schon. Bei tosendem Gewitter. Die Verwirrung war perfekt. Das kennen wir schon. Da hätte man vermutlich eine Bank ausrauben können. Oder? Ohne dass jemand etwas merkt. Oder Schlimmeres. Nee, das kannten wir noch nicht. Okay, Leute, 2 Uhr, wunderbar. Aber wir machen ein Ründchen. Keine Panik, wir machen noch ein Ründchen. The Nightfall. Na, haben wir hier wieder eine Variation des Ladebildschirms? Nee. Vielleicht war die Spinne etwas Einzigartiges. Vielleicht war sie das. Es ist 2 Uhr. Noch 4 Stunden bis Tagesanbruch. Wow, okay. Die Lichtstimmung hat sich irgendwie ein bisschen geändert. Es ist noch dunkler geworden. Kaum zu glauben, aber irgendwie ist es noch dunkler geworden. Ich schmeiß mal den Kamin an. Wenigstens etwas Licht. Oh mein Gott, wir werden diesem Clown hier drinnen begegnen. Und ich habe jetzt schon richtig Schiss. Ich werde mich zusammenreißen, denn einer muss uns ja hier durchführen. Aber trotzdem, ihr sollt wissen, auch an mir geht so eine Stimmung nicht einfach spurlos vorbei. Nein, nein. Nope. Nothing. Keine Kerzen, kein gar nichts. Hallo Küche. Liegt hier noch was von Interesse? Das ist aber schon, ne, schon jetzt eine gute Ecke. Gruseliger das Ganze, ohne Strom, ohne Licht. Wasser geht aber noch, ne? Ja, Wasser geht noch. Warum auch nicht? Was hat denn Wasser mit Strom zu tun, hm? Oh, jetzt wird doch der Truthahn schimmelig. Gut, jetzt nicht so schnell, wenn wir die Tür nicht allzu offen, nicht allzu oft aufmachen. Batterien, jawohl. Oh mein Gott. Nachladen, gleich anschmeißen. Können wir gut gebrauchen. Aber wir können noch mehr davon gebrauchen. Dieser Zettel ist neu. Das weiß ich nicht. Einem der Eltern aus der Schule. Ich hoffe, du hast es nicht von unserem Urlaubsgeld genommen. Okay, wir kennen das Dreirad. Das in der Waschküche steht. A.k.a. der Garage. Wow.
So, jetzt, was machen wir? Erst Dreirad oder an die Tür gehen? Geh erstmal zum Dreirad. Das stand da jetzt gerade nicht ohne Grund. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Batterien. Oh. Okay, offensichtlich stand da wirklich einer an der Tür. Und das war der Effekt. Wenn der Clown wieder verschwindet. Was ist das Dreirad? Kann man irgendwas damit machen? Es ist ein Stück vorgefahren, kann das sein? Klar, das steht doch. Das stand direkt hier vor den Schränken. Na, Batterien vielleicht? Die scheinen ein bisschen länger zu halten. Duracell. Halten länger, länger, länger. Wow. Bleib stehen! Immer nur, wenn wir weggucken. Nee, jetzt gar nicht mehr. Ich dachte, das Dreirad wäre wie die Geister bei Mario. Die bewegen sich ja auch nur, wenn man nicht hinguckt. Ho! Nee, egal. Okay, weiter geht unsere Suche. Wer war da? Ich hab's doch gerade rascheln gehört. Jetzt reicht's mir hier. Mitten in der Nacht. Sag mal, bei euch piept's. Unmöglich, die Leute hier. So, Taschenlampe ist nahezu komplett alle. Wir sind nur wieder im letzten Energiefutzel. Nichts. Es wird auch immer schwieriger, irgendwelche Zettel oder so zu erkennen. Weil es einfach mal sehr, sehr dunkel ist. Ein Glück können wir das Feuer hier im Kamin so oft anmachen, wie wir wollen. Das spendet uns ein wenig Licht. Warte mal, der ist neu. Ich weiß, wo du deine schmutzigen Filme versteckt hast, Frederick. Schäm dich nicht. Ich mache meine eigenen. Boah. Das ist doch jetzt der Clown. Der kinderanführende Clown. Ist das eine Sau? Was für ein Psycho, ey. Hängt ihn! Na? Kennen wir den Zettel? Weitere Schubladen haben wir hier gerade nicht. Den Zettel kennen wir auch. Das war der Dreiradzettel. Okay. 13. Hallo? Aber wir sind doch richtig. Wir sind doch Richtung Tür unterwegs. Oder soll uns das Klingeln jetzt nur wieder mürbe machen? Kann das sein? Ein kleiner Frosch im Hals. Meistens immer so nach 2-3 Stunden aufnehmen, da geht's dann los. Ich trinke mal einen Schluck, ganz kurz. Mi. Schon besser, ein bisschen. Man soll ja auch nicht so viel räuspern. Gerade wenn man eine sehr sprechaktive Tätigkeit ausführt. Weil das fördert nur die Schleimproduktion. Und da muss man auch mehr räuspern. Lieber schlucken. Und M-Laute machen mit geschlossenem Mund.
keine neuen Zettel. Vielleicht sollen wir eher die schmutzigen Filme von Frederick finden. Aber wobei, das ist ja nicht... Das ist Frederick. Frederick ist ja völlig egal. Das ist nicht mein Mann hier. Mein Mann heißt Ethan. Mein Mann heißt Ethan. Okay, das war jetzt ein einzelnes Klingeln. Irgendwann muss er doch hier stehen. Irgendwann muss er doch hier stehen. Wie oft denn noch? Vielleicht soll ich durch dieses Fenster gucken. Den Zettel kennen wir ja schon hier. Verehrte Nachbarn. Ja, genau. Wenn Sie den Eiswagen sehen, dann gehen Sie doch zu dem Psychopathen direkt rüber und sagen Sie ihm bitte, er soll woanders hinfahren. Unsere Kinder wollen kein Eis mehr. Die sind dick genug. Gar nichts. Egal, wir gehen mal nach oben wieder. Wir setzen unsere Tour fort. Unsere Routine-Tour hier. Ach, guck mal an. Hier war noch was geschlossen. Nicht ohne Grund, tippe ich mal. Nicht ohne Grund. Na, Diskette, Spiel, irgendwas. Irgendwas, womit wir... Womit wir hier... Ah! Geil. Einfach mal geil. Damit habe ich null gerechnet. Und wir können die Toilette nicht offen lassen. Oh mein Gott. Wie geil war das denn bitte? Das war ein guter. Das war echt ein guter Jumpscare. Der beste Jumpscare, weil ihr nicht mit dabei sein durfte. Oh, neuer Zettel. Sehr schön. Es geht weiter. Aber vorher durchsuche ich wirklich alles. Vielleicht können wir auch ins nächste Level. Eine Kerze mitnehmen. Oh, der Eismann ist wieder da. Na, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn nur. Keine Batterien, keine Kerzen, kein gar nichts. Warte mal, wir müssen von unten anfangen. Doch, wir haben eine Kerze. Oh, Halleluja. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas, womit wir einen dunklen einen dunklen Raum aufhellen können. Der Vibro, der hilft uns ja auch nicht weiter. Vielleicht später. Ich muss mich auf meine Karriere konzentrieren und mag kein Bier. Da ist er. So creepy. So creepy. Okay, da wird wohl nichts mehr passieren. Widmen wir uns dem Zettel. Maggie, ich kann hier nicht sitzen und warten, bis die Polizei sich meldet. Ich rede noch einmal mit den Nachbarn. Irgendwo müssen unsere Kinder... Boah, was für ein Terror die Eltern durchleben mussten. Die Ray Fians von gegenüber sind wohl noch immer im Urlaub. Aber in der übrigen Straße müssten alle da sein. Jetzt ist der Strom ausgefallen. Da sind sowieso alle aufgeholt. Ich gebe nicht auf. Finde unsere Kinder. Warte hier auf mich, wenn du zurück bist. Okay, das war nicht das Kapitel beendende Stück Papier. Nein, nein, das war es nicht. Wir müssen nochmal durchs Haus. Oh, die Toilette. Das war hart. Das war wirklich hart. Die creepige Puppe aus der Toilette. Kommt der nochmal? Hätte er sein können. Ich wollte nochmal. Aber es ist niemals wieder so schön wie beim ersten Mal. Ah, Batterien wären halt auch nicht schlecht, ne? Batterien wären halt auch nicht schlecht. Oh, da waren wir ja schon. Ups. So, Kinderzimmer. Jetzt will er uns wirklich mürbe machen.
Hat der Hamster gerade gelacht? Jerry, hast du mich ausgelacht? Streichhölzer hier voll, ja? Sehr schön, vorsichtig. Nicht kein Schubfach auslassen, nicht ein einziges. Es könnte sich darin eine coole Diskette verstecken. Hallo, creepige Puppe. Wir hatten schon das Vergnügen. Ah, oh, ist irgendwie auch so ein bisschen beruhigend für die Seele, wenn man hier so eine Kerze ansteckt. Wir können ja ganz kurz innehalten, aber nicht so lang. Nur um ein Sprüher Deo zu verteilen und dann geht's schon weiter. Wir haben es fast geschafft. Nur noch ein paar Stunden, bis die Sonne aufgeht. Ja, ich komme ja gleich. Die wollen einen darauf konditionieren, dass da nichts ist, wenn geklingelt wird. Bis dann irgendwann mal was da ist. Wenn geklingelt wird. Das war wie bei Dead Space. Mit dem Fahrstuhl. War immer Safe Zone. Immer Safe Zone. Und dann auf einmal, BAM, bricht hier so ein Xenomorph. Nee, Necromorph. Bei Dead Space sind es die Necromorph. Einfach mal schön von oben durch die Decke im Fahrstuhl. Du denkst dir noch, what the... What the... Aber wir haben keine Möglichkeit hier gerade irgendwie weiter zu interagieren. Wir haben alles auch schon wieder durch. Müsste alles offen sein. Ja, ist alles offen. Wir brauchen einen neuen Zettel. Ich versuch's nochmal beim Dreirad. Das war ja ziemlich vielversprechend. Na, ist hier auch eine Horrortoilette? Ne, keine Horrortoilette. Wir spülen mal den bösen Clown noch ein Stückchen weiter runter. Hier sind noch ein paar geschlossene Schränke. Aber die habe ich doch niemals... Niemals habe ich die geschlossen gelassen. Niemals. No way. Hallo? Oh, ich sehe gar nichts. Ich sehe immer weniger. Immer weniger. Oder das Spiel wird einfach immer dunkler. Eins von beiden. Kann ich noch nicht mit Genauigkeit bestätigen. Ball? Strom? Können wir den Strom wieder anmachen? Nee. Das wird auch wahrscheinlich hier nicht nur in unserem Haus liegen. Weil man die ganze Straße, der ganze Straßenzug, der ganze Block ist ohne Saft. Damit der Typ hier, der kranke Psycho-Clown, hier mal gewaltig austoben kann. Aber nicht mit mir, nicht mit Victoria Miller. Oh Gott. Oh mein Gott, bitte nicht. Bier? Ich mag kein Bier. Ich mag kein Bier. Sie mag kein Bier. Nur fang an zu trinken. Glaub mir, dann wird's besser. Das ist doch, wenn man so eine Ding-Dong-Klingel hat. Ich hab zufällig eine. Dann ist es doch so, wenn du die Klingel reindrückst, macht's Ding. Wenn du sie loslässt, macht's Dong. Also, gerade eben bei dem einfachen Dong hat er die Klingel nur reingedrückt und hält sie jetzt gerade fest. Schon wieder. Oder die Klingel ist im Arsch. Eins von beiden. Das hatte ich nämlich auch mal. Mist. Mist. Ja, aber allerdings. Großer Mist. Was willst du von uns? Die Kinder sind erst morgen hier. Komm morgen wieder. Komm morgen erst. Das ist aus dem Schlafzimmer. Das hat hier unten nichts zu suchen. Oh mein Gott. Wow.
Wow, wow, wow. Geht ja schon mal gut ab. Ich sehe schon, wir sind schon lange über der Zeit, aber heute, Leute, heute machen wir eine schöne XXL-Folge. Nur für euch. Ich habe überhaupt kein Problem mit XXL-Folgen, aber ihr müsst mir zeigen, dass ihr darauf Bock habt. Ne? Haut mal für mich auf den Like-Button. Wenn ihr das kräftig getan habt, dann machen wir natürlich öfters. Sofern ich das kann, machen wir natürlich öfters eine schöne XXL-Folge. Dass wir über alles mit mir reden, sowas von. Hoa! Hat er wieder gelacht. Jerry, ich habe das gehört. Hör auf. Hör auf damit. Irgendwas will hier noch getriggert werden. Wir haben wahrscheinlich irgendwo eine Kerze übersehen. Wahrscheinlich. Hängt hier noch eine Kerze an der Wand irgendwo, die ich anzünden muss? Ist gut möglich. Oh oh. Wenn Puppen creepy werden, willkommen bei The Nightfall. Okay. Naja, weiter geht's. Musikzimmer. Das bringt ja nichts. Das bringt ja alles herzlich wenig, wenn ich jetzt zur Tür gehe. Jetzt ist sie hier. Das, Mannequin? Heißt das Mannequin? Ne, ich lasse diesmal den Clown in der Box drinne. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf den Clown. Ich habe genug von Clowns, die irgendwo schreiend, laut kreischend irgendwo herausgeschossen kommen. Vor allem aus Toiletten. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Dem werden wir jetzt vorbereitet, wenn das jetzt nochmal passieren sollte, aber... Was ist mir auch suspekt, dass der Toilettendeckel von selber zugeht, ne? Ich werde das Bad jetzt verlassen. Keine Kerze, kein gar nichts. Nothing. Zettel kennen wir schon. Den kennen wir auch schon, den zweiten. Keine Kerze. Den Nachttisch können wir nicht aufmachen. Noch nicht. Vielleicht später. Spiegel ist gerade. Musikzimmer hatten wir. Wir haben alles gemacht. Ja, dann wieder runter zur Tür. Dann wieder runter zur Tür. Wir haben keine Werkzeuge. Wir haben das The Nightfall-Spiel haben wir auch nicht mehr, oder? Oder steckt das noch in der Konsole? Vielleicht müssen wir wieder die The Nightfall Vision anschalten. Die Atari 2600. Ja, was denn noch? Bitte, hören Sie auf damit. Ich kann nicht mehr. Wir haben eine Kerze gefunden. Jetzt haben wir alles gefunden. Jetzt haben wir alles verbraucht. Jetzt müssen wir nur an die richtige Stelle gehen. Und es sollte weitergehen. Das Spiel ist auch nicht mehr drin. Ne? Ein klarer Hinweis dafür, dass wir die Atari 2600 The Nightfall Vision nicht mehr brauchen. Brauchen wir nicht mehr. So, jetzt noch einmal alles ablaufen. Dann geht's weiter. Irgendwo ist jetzt was. Irgendwo ist jetzt was Neues. Den Zettel kennen wir schon. Das ist die Dreirad-Kurzgeschichte. Hier war aber auch viel los. Als ich hier vorhin drin war. Die Schränke haben wir schon gecheckt. Bisschen mit dem Deo rumsprühen. Ich mach mal den Wasserhahn auf. Seife. Damit wir hier wenigstens den Hauch von einer lebendigen Atmosphäre haben, lassen wir einfach den Wasserhahn offen. Nee. Unser neuer Zettel, da ist er. Sehr schön. Trommelwirbel. Heirat, made in USA bei Bikes for Kids. Gekauft am 3. November 1969 im Smith & Sohn Biker Store.
$79,99 inklusive Steuern mit kostenlosem Lieferdienst. Persönlicher Gruß des Käufers. Hier ist das Dreirad, das du dir gewünscht hast, Mike. Viel Spaß damit. Oh Gott. Ich liebe es, Kinder zum Lachen zu bringen. Mit besten Grüßen. Ein fröhlich grinsender Freund? PS, wenn du Lust hast, drehen wir bald unseren gemeinsamen Film. Oh Gott. Dein Dreirad kannst du natürlich mitbringen. Oh mein Gott. Wow, das wird immer creepiger. 3:30, meine Damen und Herren, das war's für heute. Mir hat's eine Menge Spaß gemacht. Es war eine sehr rasante und aufschlussreiche Folge. Absurd ist gar kein Ausdruck. Falls euch das Video auch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Wieder schon reingehauen, euer Leo. Bis dann, Flowfest!